Das ist der Dow Jones heute, wie er leibt und lebt, und zwar eher in der Seitwärtsbewegung. Wir sehen das hier im Stundenchart. So richtig Vortrieb ist im Moment nicht zu sehen. Und das ist ein bisschen anders wie das, was wir aktuell bei den anderen Indizes sehen. Aber wir wollen nicht nur auf den Dow Jones achten, wir wollen auch mal gucken, was sonst so zu sagen ist für den heutigen Tag. Ein bisschen ist vielleicht die Ruhe angesagt für die aktuelle Bewegung. Bevor ich aber meinen Senf dazugebe, frage ich nochmal Manu-chan und Shimizu-san. I think I directly switched to Shimizu-san, right? Yeah, of course. Yeah, nice idea. Okay, also ich sehe schon, ich kletter mal schnell rüber hier zu Shimizu-san. Und frag ihn mal, was ist das Wichtigste heute? What's the most important for today? Today, I have to go home early. But apart from that, I guess the most important thing is, you know, the FOMC, it's a final day, it's a decision day, it's a 25 basis day, 3 times in a row. But we know that much. The problem is how Mr. Powell will say what will be happening, or more, what will not be happening in the next few meetings. Market are expecting 25 basis this rate cut today, but they are very a lot of opinions about what the Federal Reserve will do next. Or I guess there aren't really too much of a market expectation to another cut until next March in 2020. So, but they don't want, well, you know, it's just what they know that, but they have to be told by the Fed Chairman Powell today. So it just all depends on how he would phrase it. According to, well, the piece at the Wall Street Journal today, it said Powell faces tightrope act framing the potential pose on the Fed rate cuts. That's exactly what it is. How he's gonna frame it. We'll find out in the next few hours. Have a good trading. Thanks a lot for your insight. Ich werde das nochmal schnell übersetzen, was er gesagt hat. Dann reden wir natürlich nochmal über die Märkte. Er sagte, heute ist natürlich der Zinsschritt der US-Notenbank das Wichtigste, was heute ansteht, heute Abend. 25 Basispunkte, das ist eigentlich ganz klar, da gibt es nicht wirklich einen Zweifel. Die Frage ist eher, wie wird Powell begründen, wie er das nächste Mal vielleicht eine Pause einlegt, also dass wir vielleicht nicht jedes Mal jetzt mit 25 Basispunkten rechnen müssen. Also das Wording ist wieder mal das Angesagte, was das Statement begleitet nachher. Also nicht so sehr auf den Zinsschritt achten, das sollte nicht wirklich überraschen, aber wie die Aussage ist, wie argumentiert werden kann, nächstes Mal machen wir vielleicht mal ein Päuschen, sowas in der Richtung, damit sollten wir rechnen. Für heute insgesamt ist es eher ruhig wahrscheinlich angesagt, das wäre zumindest mal typisch, vor einer Fed-Zinsentscheidung am Abend, allerdings nach der Entscheidung. Vorsichtig, die ist eine Stunde früher. Wir haben ja noch Ortswechsel, hätte ich fast gesagt, Sommerzeit, Winterzeitwechsel oder unterschiedlich zwischen Amerika und Europa. Also insofern eine Stunde früher heute Abend das Ganze. Davor wird es wahrscheinlich eher etwas mau sein. Danach kann sein, dass wieder ein bisschen Bewegung aufkommt. Damit ist durchaus zu rechnen. Insgesamt die Märkte ja sehr weit gelaufen. Eigentlich alles Babene. Die Frage ist, schaffen sie es noch wirklich weiter? Das kann sich heute mit der Aussage von Fed-Chef Powell gegebenenfalls nochmal ändern. Also da auf jeden Fall drauf gucken. Und ich würde vorschlagen, im Anschluss erst alles, was sie vorher traden, dann eher auf der kleineren Zeitebene, um vielleicht eine kleine Bewegung nochmal mitzunehmen. Anschließend dann darauf reagieren, was der Markt macht, wohin der nächste Schub eben geht. Das ist durchaus möglich, dass der nach unten geht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Markt, wir haben es gesehen, wir haben neue Hochs beim S&P beispielsweise, wir haben den Nasdaq sehr schön eigentlich entwickelt, eine Widerstandsmarke. Das kann sehr schön jetzt nach unten wegbrechen. Aber das Tolle ist, es geht auch nach oben. Wer nicht ganz entschieden ist, so wie wir, der kann gegebenenfalls nach oben sich einen Trigger setzen, nach unten und sagen, möge das Spiel beginnen, in welche Richtung auch immer ihr ausbrecht, ich werde mit dabei sein. So, wir müssen langsam zum Ende kommen, oder ich zumindest, denn die Sendung geht hier gleich los. Deshalb machen wir noch unseren Abschlussschuss hier gegen Ende. Ihnen alles Gute für den heutigen Handelsmarkt oder Handelstag. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Bye, bye.